Also mehr ging ja nun wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht, ne? So, Laden ist fehlgeschlagen. Aber dann können wir ja die Heizung ausmachen, oder Stefan? Ja, aber nach fließend Strom sieht es hier noch nicht aus. Stefan, ich will nicht reden. Du willst nicht reden? Ich will nicht reden. Warum nicht? Okay, Steve. Ja? Europäischer Autohersteller von 1905. Warte mal, 5 Buchstaben. Skoda. Die sind doch nicht so alt. Klar sind die so Quatsch. Alt. Natürlich. Alter Skoda? Pass mal auf. Ja, was? Pass mal auf. Was hast du vor? Wir fahren jetzt einfach nach Tschechien. Wir fahren wohin? Nach Tschechien, zum Stammwerk von Skoda. Und da gibt es ein Museum. Und da zeige ich dir, wie alt die sind. Du willst jetzt nach Mladá Boleslav? Klar, hallo. Wir fahren ein Elektroauto. Da kann man halt schon mal spontane Trips machen. Okay. Ich würde sagen, it's road trip time. Ich will wissen, welche Strecke der fährt. Ich will das kleiner machen. Pinch to zoom. Pinch to zoom. Schickt er uns über eine Mautstraße? Tschechien ist doch Maut. Die Wies sind doch frei. Aber mal, Stefan, wenn du planen willst, guck mal, dann nimm doch Pump. Die nutzt du ja auch. Die Pump ist hier, die ist hier mit einem ENIAC verbunden. Mega. Dann gibst du einfach Mladá Boleslav ein. Und dann sagt er uns ja, wo wir idealerweise laden sollen. Und er berücksichtigt ja, das Geile an Pump ist ja, dass er ja auch die Frequentierung berücksichtigt, ob die Ladestation live ist oder nicht. Mhm. Und wie oft sie in der letzten Zeit halt eben offline war. Ne? Okay, er möchte mit uns an den Enso Netz Hypercharger zufällig bei einem Burger King. Ja, das ist jetzt aber ärgerlich, aber dann müssen wir da wohl was essen, wa? Ja, aber er ist ja bestimmt in, nur für in 55 Kunden. 55 Minuten ist 12.30 Uhr, ist auch noch Mittagszeit. Eieieiei. Mann. Also fahren wir jetzt die 13 weiter bis nach. Wo ist denn bitte? Thiendorf. Thiendorf. Ah, kenn ich, ja. Ja, kennst du? Mhm. Schon mal gehört. Schon mal gehört. Ja, aber die Pump-App ist halt eben echt cool, ne? Vor allem, weil, du die Fahrzeuge damit connecten kannst. Ich liebe die Pump-App. Und der sich halt eben einfach den aktuellen SOC nimmt und sagt, alles klar, du fährst da lang. Sehr zu empfehlen. Guti. Also. Leider, ich kriege immer wieder zu hören, leider bisher erstmal nur für iOS. Aber Android ist geplant, ne? Ja, ist geplant. Und sie wollen tatsächlich die Routenführung auf CarPlay überführen. So, 7 Kilometer, 35 im Akku. Ja, aber nach fließend Strom sieht es hier noch nicht aus, Stefan, oder? Das ist hier ganz wilder Osten, würde ich mal sagen. Wäre wie ein Shitstorm. Aber ja, noch sehe ich nur Wald. Ja, tatsächlich. Also wir fahren jetzt hier. Wald und Feld. Wären wir jetzt im Sommer, wäre hier alles grün und Moment ist hier alles kahl. Und ganz viele krumm und schiefe osteuropäische LKWs. Ist nicht witzig. Nee, ist es nicht. So, aber für alle, die glauben immer, E-Mobilität könnte nichts. Also ich fahre jetzt gerade so mit gepflegten 140, aber auch nur, weil es vor mir nicht schneller geht. In der Ausfahrt mache ich mal den Tempomaten 160 aus, oder? Na, das ist ein Elektroauto, hat einen tiefen Schwerpunkt, ne? Also mehr ging ja nun wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht, ne? Nee, also ich habe ja nun wirklich immer, wenn es ging, wirklich volle Stoffe gegeben. Aber also mehr hätte ich gar nicht rausfahren können. 13. Ja, nix kann er. Davon träumst du beim ID3, ne? So, zeig die Jacke an. Vergessen auszuziehen, verdammte Hacke. Aber dann können wir ja die Heizung ausmachen, oder Stefan? Nein, er bringt sowieso nichts, weißt du. Ja, ist richtig. Die Zeiten sind vorbei, wo Elektroautos an Reichweite so verlieren, wenn man 21 Grad im Auto hat. Aber unser ENIAC sagt gerade, wir haben nur 204 Kilometer Reichweite. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass du auch deutlich 160 gefahren bist, ne? Ja, das stimmt. Also bei 80% 204 Kilometer Reichweite ist ja busy wenig. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die 224 Kilometer nach dem Mladá Boleslav schaffen. So ist das, wenn Steve und Stefan einen Roadtrip machen. Das ist alles ein wir bisschen unkoordiniert. So, wir sind einfach so dermaßen verpeilt, das ist unfassbar. Ja, das musst du miterlebt haben. Immer, oder? Ja. Immer. Wir schaffen das, wirklich, wie wir das schaffen, uns morgens die Schuhe zuzubinden. Ich bin immer wieder erstaunt. Deswegen habe ich diese Schnelldinger hier. Ach so. Ich muss nicht mehr binden. Ach so, war mir klar. Frage beantwortet, ne? Ja. Tschechien. Yep. Und jetzt sind wir im Mladá Boleslav. Und haben noch 33 Kilometer Rest drin. Ja.
links abbiegen, dann rechts abbiegen. Und jetzt sollte ja hier irgendwie irgendwo auch gleich auf dem Parkplatz Ladepunkte geben, richtig? Ja. Ist das jetzt schon das Werk hier, was wir hier sehen? Guck mal hier, Skoda. Ich zeig dir gleich da, du guckst nach da, nach da. Entschuldigung, warte, wie? Mit dem müsst ihr immer 3 Stunden im Auto fahren, ne? Das ist spannend. Da sind Ladesäulen. Fährst du jetzt rechts und nochmal scharf rechts. So, wir sind da, wir gucken uns das jetzt mal ganz an hier. Und genau, anstöpseln. Große Ausbildung? Ja. 43 Sekunden. Ich habe jetzt 43 Sekunden Zeit, mich zu identifizieren, aber irgendwie macht er das nicht. So, Laden ist fehlgeschlagen, aber wir sind am Museum, wir sind ein bisschen spät dran, wir müssen unbedingt rein. Da steht der ENIAC. Und ja, Laden hat bis jetzt nicht geklappt. Der steht da mit 30 Kilometer Rest. Ja, ist kein Problem. Ich habe gerade schon mal bei Charge Price geguckt. Es gibt hier eine, kann man notfalls auch mit Maingau und so weiter starten. Die Firma Skoda hatte am Anfang den Namen Firma Lauren und Clement. Das waren die Gründer. Ach, 1895. Ich hatte 1905, hatte ich irgendwie. Ja, 1905 wurde das erste Automobil produziert. Ah. Die ersten Produkte waren Fahrräder, dann Motorräder, Dreiräder. Mhm. Und seit dem Jahre 1905 Automobile auch. Ah, okay. So, und der Name der Firma wurde im Jahre 1925 geändert. Damals fusionierte Firma Lauren und Clement mit Skoda Werken aus Pilsen, mit diesem Maschinenbauunternehmen. Der Name kommt vom Gründer der Pilsener Firma, das war ein Ingenieur Emil Skoda. Ah, okay. Also Familienname ist das. Angeblich war es ein Indianerkopf, Inspiration für das Symbol. Pfeil, das ist Fortschritt, Flügel, Export und das Auge, Präzision der Arbeit. In den 30er Jahren hat die Serienproduktion in der Firma angefangen. Der Preis der Automobile ist dann niedriger geworden und die ersten billigen Modelle waren Modelle wie dieses schwarze, das war der Popular. Mhm. Und hier unten, diese Reihe, das sind die Modelle der Reihe Superb. Und jetzt haben wir hier diesen Superb aus dem Jahre 1940 und das war sogar ein 8-Zylinder. Wow. Und es wurden nur 10 Stück produziert. 10 Stück? Ja. Der ist ja fast so groß wie der ENIAC. Cabrios, ja. Zwei solche Rinde, 2,2 Tonnen, 5,7 Meter. Oh. Ja. Sein Wagen für Präsidenten und Minister. So, die Modelle der 50er Jahre hatten schon eine Gesamtstahlkarosserie. Früher war dort eine Holzkarosserie unter dem Dach. Dieses Modell wurde seit dem Jahre 1950 produziert. Das ist der Octavia. Und der Name Octavia, Octo ist Nummer 8. Also das war die 8. Modernisierung vom Popular. Ja, das ist das 8. Modell der Modellreihe. Okay. Den haben wir Octavia bekommen. Es war auch das letzte Modell mit dem Frontmotor und Hinterradantrieb. Mhm. Klassischem Konzept. In den 60er Jahren wurde der Motor nach hinten gelegt. Also das war in der Modellstufe 1000 MB. Das erste Automobil mit dem Heckmotor. Mladá Boleslav, das ist der Name von dieser Stadt. Es entstanden hier auch Prototypen mit dem Frontmotor und Vorderrad- oder Hinterradantrieb. Aber diese Prototypen wurden nicht produziert. Es wurde immer verboten. Und von diesem Modell wurden etwa 20 Stück gebaut. Es ist das Modell 720 mit dem Frontmotor und Hinterradantrieb. Und mit dem italienischen Design von der Firma Ital Design. Ital Design. Ja. Mhm. Aber das war die Zeit, als nur Automobile mit Heckmotor produziert wurden. Also diese Modelle mit Frontmotor wurden damals nicht erlaubt. Ja, politische Gründe, ökonomische Gründe. Ja, das ist der Vampir aus Fedder. Der mit Blut. Also der Wagen aus dem Horrorfilm. Ja. Original war der Wagen weiß. Im Jahre 71 gebaut, also nur ein Stück, wie sein Studio. Und der Film wurde im Jahre 81 gedreht, 10 Jahre später. Und für den Film wurde dieses Modell schwarz lackiert. Das ist Favorit, der erste Prototyp vom Anfang der 80er Jahre, aber noch mit dem tschechischen Design. Und später hat es das italienische Design von der Firma Bertone bekommen. Das war dann für mich, als Wessi war das so das
Das war für mich der Skoda, ne? Motor wurde hier in der Firma Skoda produziert, ja? Unser Motor. Aber Firma Porsche hat sich an dem Fahrgestell beteiligt. Design wurde von der italienischen Firma Bertone gemacht. Stimmt, wo ich es gerade lese, genau. Den Pickup kenne ich auch davon, genau. Und im Jahre 91 wurde Firma Skoda Mitglied vom VW-Konzern. Zuerst mit 30% Aktienanteil und seit dem Jahre 2000 hat Volkswagen 100% Aktien der Firma Skoda. Das ist wahnsinnig interessant, oder Stefan, dass sein Autohersteller schon so lange am Start ist und man das eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hat. Und man ihn mit dem Fahrzeug 87 dann irgendwann bemerkt hat. Genau, ja, das genau. Ist es. Genau. Also, ich kannte dir den blauen. Ja, den kannte ich ja zum Beispiel gar nicht. Die Heckmotoren sind bei uns früher viele rumgefahren, aber man hat die trotzdem nicht so auf dem Schirm, dass die halt eben schon so lange, also 1895. Genau. Also zwei Sportcoupé. Guck mal an, ey, was für ein schönes Auto. Ah ja, den Roomster Prototyp. Ja. Also diese Modelle. Skoda Ahoy, kenn ich zum Beispiel. Skoda Ahoy. Gar nicht. Ja, also nur ein Stück wurde gebaut, niemals vorgestellt. Und so, irgendwo versteckt. Und jetzt ist es hier. Und das ist Joyster, das wurde auch mitproduziert. Also, und das ist Designstudie Vision C, also super der dritten Generation. Vision ID, das war Designstudie für das Modell ENIAC. Mit dem sind wir heute hier. Ja, mit dem sind wir heute hier. Ja. Der draußen, der Weiße, der. Ja, aus Berlin sind wir mit dem, genau. Schätzen Sie das Modell? Der ist sehr, sehr gut. Also ja, sehr, sehr, sehr gut. Wir mussten einen kleinen Ladestopp machen. Sind auch nur mit 80% losgefahren, aber alles gut. Stefan. Ich will nicht reden. Du willst nicht reden? Ich will nicht reden. Warum nicht? Scheiß E-Mobilität, Alter. Komm. Man muss Tschechien zugute halten, das ist deren erstes rein batterieelektrisch konzipierte Fahrzeug. Das Auto ist in Ordnung. Ich rede nicht über das Auto. Nee, aber das kommt. Ich glaube, ich will Tschechien nicht so nahe treten, aber ich glaube, Tschechien ist nochmal einen Schritt hinter Deutschland. So einfach, wir haben es beim letzten Mal auch mitgekriegt, nicht jede Karte funktioniert überall, aber wir sind jetzt. Und ja, Skoda, ey, das sind eure eigenen Ladesäulen. Ja. Da müsst ihr euch mal. Also wir haben jetzt dank Einheimischen, die ist kostenlos, aber es wurde keine Karte und keine App akzeptiert. Genau. Sie ist auch bei WeCharge drin. Ich sollte da mal bei Elli mich melden. Wir brauchten aber tatsächlich eine Karte einer Einheimischen, die uns netterweise die Ladung freigeschaltet hat. Aber ich zeige euch was Lustiges. Und zwar, wenn du schon mal in Lada Boleslav bist, wo der ENIAC gebaut wird und hier ist ein kostenloser Schnelllader, dann sieht das Bild so aus. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, jetzt laden wir hier erstmal und dann gucken wir mal, wo wir die Happy machen. Jetzt lass erstmal laden. Echt, lass erstmal laden. Ja, wir wollten leider am Museum laden, aber. Die haben auch nicht freigeschaltet bekommen. Die waren auch Skoda IV Nikola Ladesäulen und dann hatte ich mir schon die Polyphase-App runtergeladen, aber bin dann gar nicht dazu gekommen, weil dann die Tour losging. Ja, ja, da waren wir ja schon 5 Minuten zu spät und sonst hättest du noch mehr verpasst. Da habe ich gesagt, nee, jetzt hör auf, das machen wir nachher. Ja. Wir sind wieder ohne Vorbereitung losgefahren. Ja, na klar, muss man ganz ehrlich so sagen. In Tschechien braucht man immer noch ein bisschen Vorbereitung. Ja, du musst halt gucken, welche Ladekarte da wirklich funktioniert halt. Ne? Nicht darauf vertrauen, auf das, was der Skoda mit in den Rucksack packt. Ja. Aber wir hätten jetzt ja zum Beispiel, hätte ich meine WeCharge-Ladekarte dabei gehabt oder du deine Maingau-Karte, die hätte da funktioniert zum Beispiel. Ne? Richtig, ich habe jetzt meine Maingau-Karte und so nicht mitgenommen, weil die Ladekarte, die zu dem Wagen dazu ist, die hat eigentlich überall funktioniert. Und dann dachtest du, ja okay, komm, funktioniert. Aber wir haben ja über die Pump-App geplant. Ja. Und du könntest ja im Pump auch sagen, schließe das und das Netzwerk aus. Ja, dann, genau. würde er natürlich die Route so planen, dass du da hinkommst, ohne an irgendwelchen zwielichtigen Ladestationen laden zu müssen. Du kannst auch bevorzugen und so. Ne? Du kannst auch sagen, ich würde bevorzugt an Allego oder was weiß ich. Genau, du kannst ja auch im Navi machen und sowas, aber also verschiedenste Sachen. Ja. Aber ansonsten, also Hinweg hat eigentlich problemlos geklappt. Ja. Es war einfach von der Zeit her war es sehr knapp, weil wir relativ lange getrödelt haben und ein bisschen spät losgefahren sind, würde ich sagen. Also lag auf jeden Fall nicht an der Elektromobilität. Nein. Ne? Muss man immer dazu sagen. Ja, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Wir haben noch 92 Kilometer bis Görlitz. Ich würde sagen, wir machen hier den Hattrick voll, oder? Also wir werden hier weiterhin senden auf dem Rückweg, ob es denn auch so ohne Probleme klappt. Insgesamt waren es, ich glaube, 120 Kilometer bis nach Görlitz. Wir hatten nicht viel geladen. Wir haben vielleicht 25 Kilowattstunden oder so reingeladen. Der Görlitz, Samstagabend, 10 nach 7. Macht Spaß. Ja, nichts los hier, ne? Kannst du deine hochgeklappt? Wirklich, scheint so.
Bahnhof irgendwie dunkel. Das ist immer schlimm, Alter. Wenn wir beide auf den scheiß Roadtrip sind, dann ernähre ich mich nur kacke, ey. Wer hat denn sich jetzt einen Döner geholt? Ich habe keine Pizza gekriegt. Wer mehr wissen möchte, guckt euch Friday Night an. Also wir sind jetzt aus dem Dönerladen wiedergekommen. Ich habe Speise 45 Minuten ziemlich genau einmal gebraucht. Und ja, ich werde es abstecken und dann wird es weitergehen. Mit 41 Kilometern Rest angekommen, Stefan. Ich wollte eigentlich mehr, ne? Du wolltest eigentlich mehr? Alter, da war aber Gegenwind. Da war ordentlich Gegenwind, ne? Ach, richtig. Also wir haben es ja wirklich tatsächlich echt windig gehabt. Also. Aber darum geht es gar nicht. 22:24, wir sind wann sind wir losgefahren? Um 11 sind wir losgefahren. Wir waren im Lada Bolesław, wir haben unterwegs schön Mittag gegessen. Genau. Wir haben dort eine Museumstour mitgemacht. Genau. Sind auf den Spuren des Enyaqs. Auf den Spuren des Enyaqs, genau. Im Lada Bolesław wird er ja gebaut. Genau. Und haben eine Menge Interessantes über Skoda erfahren. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Genau. Und sind jetzt wieder auf dem Rückweg gewesen, wieder einmal geladen, in Görlitz, zu Abend gegessen. Genau. Also wir haben nicht mehr Pause gemacht, als man sowieso machen würde. Ja, eben. Also irgendwann musst du ja auch mal was essen. Das heißt, wir haben einmal Mittagessen gemacht und wir haben Abendessen gemacht. Genau. Und da haben wir geladen. Jetzt hätte man sagen können, ja, ihr hättet ja am Museum laden können. Ja, ist ein bisschen daran gescheitert, dass es da nochmal andere Ladekarten gibt, die wir jetzt nicht dabei hatten. Und das ist sehr knapp, weil dass wir halt ein bisschen spät losgefahren sind. Sonst hätten wir vielleicht Zeit gehabt, uns damit auseinanderzusetzen dort vor Ort. Und hätten wir auch den einen oder anderen fragen können. Aber wir sind halt wirklich exakt die Uhrzeit angekommen, wo unsere Führung begann. Ja, und genau. Das lag jetzt nicht daran, dass wir geladen haben, sondern es lag einfach daran, dass das halt einfach alles sich dann wie ein Rattenschwanz gezogen hat. Aber sei es drum. Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, war es mal wieder ein spontaner Roadtrip. Zeigt, dass auch der Skoda Enyaq durchaus langstreckentauglich ist. Vor allen Dingen im Worst Case. Ne? Wie gesagt, es ist kalt, es ist Regen, wir haben Sturmwarnung. Also es kam alles zusammen. Durch die Berge, Erzgebirge noch dazu. Ne? Durch die Berge, ja, das kommt noch dazu. Aber wir sind trotzdem, also kein Problem, also ohne Probleme angekommen. Ja. Und bleibt mir nur zu sagen, wenn euch unsere Roadtrips gefallen, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Aber sowas von. Und denkt dran, Kanal abonnieren ist quasi Pflicht. Dann verpasst ihr es auch nicht mehr, wenn wir das nächste Auto von irgendeinem Hersteller mal unter den Extremtest machen und uns wieder was Neues einfallen lassen, wo wir mit den Autos dann hinfahren. Ach, es gibt noch so viele Länder um Deutschland herum, die wir noch nicht besucht haben. Genau, wo man auch mal so spontan hinfahren. Wir waren im Osten, wir waren im Süden. Österreich ist doch südlich Deutschland. Ja, ja. Genau, wir waren noch nicht im Norden, wir waren noch nicht im Westen. Genau. Und die Hersteller sind fleißig aufgerufen, uns gerne Autos zur Verfügung zu stellen, damit wir halt einfach mal so lustige Roadtrips machen. Genau. Also in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ich sag dir gute Nacht. Du bist jetzt gleich zu Hause. Ich bin zu Hause gleich und dann. Genau, ich muss noch nach Hause und in 2 Tagen geht der Enyaq wieder zurück zu Skoda. Tja, schade auch, ne, Steve? So ein bisschen, ja. Magst du ihn schon, ne? Na doch, ich habe ein bisschen lieb gewonnen. Na gut, also dann. Also, ciao. Tschö. Klar, nervt dich 120 hart, wenn du einen Beifahrer hast, mit dem du dich nicht unterhalten möchtest. Dann guckst du hier raus und das ist auch scheiße. Plattenbau. Guckst du da drüben raus, das ist auch scheiße. Die Hackfresse schon wieder, ja? Das ist richtig. Aber dann ist doch nicht das Tempolimit das Problem, sondern dann ist doch die Ehe das Problem. Richtig.